ist das? Bräuchtest du nie nach der Farbe zu haschen? Ja, nicht wahr? Ja, das ist immer wichtig. Ich und die Farben sind eins. Ich bin Malerin. Immer hatte mir der romantische Gedanke vorgeschwebt, aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen. Fugler hat recht früh schon aus sich erkannt, dass diese Trennung zwischen den einzelnen Künsten obsolet ist. Er versuchte, das Lebensgefühl, die Natur, die Kunst, die Bildhauerei, die Architektur zu verbinden. Und er war ja auch alles. Er war Illustrator, er war Maler, er war Architekt gewesen. In seinem Bakenhof hat das zu einem Gesamtkunstwerk ja auch verbunden. Schönen guten Tag, Fritz. Und mit runter? Dieser Ort ist einer gewesen, der für viele unglaublich spannend war und ein regelrechter Treffpunkt. Der hat sich da eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Insel geschaffen. Und diese Atmosphäre hat Rilke auch gereizt. Rilke war auf jeden Fall einer der prominentesten Gäste bei diesen legendären Sonntagsfesten. Es wurden Gedichte rezitiert, es wurde musiziert. Was in Russland passiert ist, ist Staatskommunismus. Nur eine neue Art der Ausbeutung für uns Arbeiter. Der Mensch muss sich erst ändern. Unsinn. Der Mensch muss nur zur Waffe greifen, wenn er etwas ändern will. Du weißt nicht, was du sagst. Sie hat recht, Franz. Ich war fanatischer Pazifist. Aber heute weiß ich, dass wir zur Waffe greifen müssen, wenn wir etwas erreichen wollen. Wie wenig Sie doch das Leben kennen. Greifen Sie lieber zum Pinsel und toben Sie Ihre Gefühle in Farben aus. In Linien, in Rhythmus. Schenken Sie der Welt Ihre unvergänglichen Meisterwerke. Damit tragen Sie dem Glück der Menschen viel mehr bei als Ihrem kommunistischen Firlefanz. Du erkennst wohl nicht in ernster Lage, Genosse. Man muss jetzt handeln. Jetzt. Ich bin Unternehmer und parteilos, junges Fräulein. Ich weiß, wo ich hingehöre. Die Ausführung sozialistischer Ideen überlassen Sie Menschen, die die praktische Arbeit im Leben gelernt haben. Die Arbeit in den Fabriken ist Sonja durchaus bekannt. Und sie sorgt bereits. Lass das, Vater. Ach, übrigens, wenn ich richtig informiert bin, werden Künstler in ihrem kommunistischen Staat wohl kaum Bilder verkaufen können und müssen sich bald eine neue Arbeit suchen. Nein, nicht das Geld. Sondern der Mensch ist der wichtige Faktor im Kommunismus. Und wenn wir jetzt alle daran arbeiten, das Wohlbefinden der Mitmenschen zu heben, dann wird der allgemeine Wohlstand bald im ständigen Wachsen sein. Und du? Wann greifst du zur Waffe und wirfst dein ganzes bürgerliches Gepäck endgültig weg? Ich habe mich entschlossen, den Bakenhof an die Arbeiterklasse zu verschenken. Die Kunst eines blinden Künstlers, der die Wirklichkeit nicht wahrhaben will, die verkommt zu formalistischem Leerlauf. Also lasst uns die fadenscheidigen Lappen verlogener Ideologien der alten Welt vom Leibe reißen und die Geburt des neuen Menschen feiern. Sie überraschen mich immer wieder aufs Neue, lieber Freund. Jugend voran! Entfesselt euch! Durch die Kriegserfahrung bekommt ihr eine Idee davon, was für die Menschen wichtig ist. Ach, ihr Künstler. Immer hatte mir der romantische Gedanke vorgeschwebt, aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen. Heinrich Vogeler war um die Jahrhundertwende sehr bekannt. Er ist durch verschiedene Ausstellungen berühmt geworden. Die Leute haben ihm ja die Bilder von der Leinwand gerissen, als das Öl noch gar nicht trocken war.
Ich war der Liebling des Bürgertums. Meine Kunst hatte ja nichts zu tun mit den unruhevollen Hässlichkeiten der Gegenwart. Er hat grundsätzlich versucht, in seinem Leben für alle Menschen, die ihn umgeben, alles schöner zu machen. Du veredelst alles, was du anfasst. Und er war ja auch alles. Er war Illustrator, er war Maler, er war Architekt. In seinem Bakenhof hat das zu einem Gesamtkunstwerk ja auch verbunden. Dieser Ort ist einer gewesen, der für viele unglaublich spannend war und ein regelrechter Treffpunkt. Wir wollen mehr hören. Rilke war auf jeden Fall einer der prominentesten Gäste bei diesen legendären Sonntagsfesten. Schau dir dein Werk doch an. Haus, Garten. Ich wundere mich, dass du nicht auch noch einen eigenen Himmel dazu geschaffen hast. Er merkt, so kann das nicht weitergehen. Die relevante Kunst ist längst anderswo. Ein Künstler soll sich selbst und die anderen nie belügen. So zog ich nun in den Weltkrieg, bekleidet nur mit meiner Uniform und einem Karabiner. Er lässt es auf sich zukommen, ob er da im Krieg getötet wird oder nicht. Durch die Kriegserfahrung bekommt er eine Idee davon, was für die Menschen wichtig ist. Ich habe mich entschlossen, den Bakenhof an die Arbeiterklasse zu verschenken. Es ist immer wieder dieser Versuch, sich neu zu gebären. Und für das muss er das Alte kaputt machen. Also lasst uns die Geburt des neuen Menschen feiern!